Moin, hi, ja, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einem 10 Booster Opening der Matchtags Bundesliga Saison 23/24. Und was wir alles in den Boostern drin haben, sehen wir natürlich nach dem Intro. Ja, Wolski, Leute, herzlich willkommen hier, wie angekündigt, zu einem 10 Booster Opening der Matchtags Bundesliga 23/24 Serie. Die letzten Tage gab es einige Videos schon zur neuen Bundesliga-Serie. Ich versuche aktuell an Multipacks, Echo Packs heißen die jetzt, glaube ich, also Blister zu kommen. Gar nicht so einfach, aber ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum. 10 Booster, 120 Karten. Let's go! Ich kann gar nicht genau sagen, wann das Video kommt. Ich nehme es auf jeden Fall an einem Freitag gerade auf. Und ich würde sagen, wir starten mit William Pacho für Eintracht Frankfurt. Wir haben Patrick Pfeiffer für Augsburg, Jogo Leitz, Robin Zentner, Thiago Tomasch, Isarwood, Grischa Prömel, Masovic, Christian Groß, das Leverkusen-Club-Logo. Dann haben wir Hey Terrence von Baumann, die habe ich auch gefühlt schon dreimal. Und Young-Karte von Litsu Doan besitze ich leider Gottes auch schon. Natürlich ist das Ziel weiterhin ein Autogramm zu bekommen. Ich habe schon über Social Media gesehen, dass ein paar Leute Autogramme haben. Ich hoffe, ich habe auch noch das Glück. Dann haben wir, ja, bin ja überhaupt kein Fan von ihm, Andrich, David Raum, Adeyemi, Sessa, Upamecano, Moritz Jens, dann haben wir Boris Tomac, dann haben wir Tomiak, nicht Tomac, Lukas Schallen. Achso, Schnellbacher. Ey, ich lese immer zu schnell, also ich spreche immer zu schnell aus und lese dann erst Alex Nübel. Dann haben wir Patrick Wimmer als Matchwinner für den VfL Wolfsburg. Dann haben wir Jan-Niklas Beste, Starspieler für Heidenheim. Und dann haben wir Hugo Larsson als Rohdiamanten für die Eintracht aus Frankfurt. Frankfurt. So, nächster Booster. Umdrehen. Wieder umdrehen. So. Dann haben wir Christian Jakic. Also ich denke mal Christian Jakic. Oh, Marvin Schwebe, the Gold. Den nehme ich mir halt mal extra für den FC. Alisson Plea, Tabakovic, Manu, Kasteignos. Ich kann die manchmal nicht aussprechen. Leon Goretzka, Förster, Jung, Ulrich, Matchwinner von Marvin Ducksch, Tops dann zumindest auf einmal hinbekommen. Und dann haben wir Emil Forsberg, Hai Terric, müsste ich aber leider Gottes auch schon haben. Boah, die Booster sind mehr Verträder als alles. Also, es ist unfassbar. Die sind immer mehr Verträder als alles andere. Amine Adli, Okugawa, Baumgartner, Kevin Behrens, Johnny Burkhardt, Adamu, dann haben wir Nsoki, Patial, Prat, was? Ne, den kann ich nicht aussprechen, also da tue ich mich gerade echt schwer. Max Kruse, Grüße gehen raus an Stürmi, der mich da auf einen Fehler hingewiesen hat. Huch. Waldemar Anton, Bochum Club Logo, Doeki Starspieler und dann war es das auch mit dem Booster. Ich hoffe, dass er kommt gerade noch das Special Card. Voll vertan. Zack. Lukas Radetzky, dann haben wir Sven Michel, dann haben wir Philipp Max, dann haben wir Benzebaini, Busch, Friedrich, Köhn Castells, Karic, Ordets, Marco Friedel, Matchwinner von Simon Asta, Greutner Fürth, ups, und dann High Terrage von Christian
Günther. Ups. So, natürlich da oben. Okay. Nächster Booster. Weiter geht die wilde Fahrt. Wir lassen das jetzt einfach mal so, damit ihr seht, wie verdreht die sind. Simakan, Palacios, Hauke Wahl, Juranovic, Rafael Guerrero, Ex-Dortmunder. Dann haben wir Sidila, Akpoguma, Jamie Leveling, Gamboa, Matchwinner Marcel Halstenberg. Da bin ich immer noch überrascht, dass der nach Hannover gegangen ist. Aber ich glaube, der kommt aus Hannover oder hat in der Jugend gespielt. Ich weiß nicht. Dejan Lubicic für den FC. Und dann haben wir Nick Woltemar, den Rotdiamanten für Werder Bremen. Für Werder Bremen. Und wieder ist natürlich hier alles kreuz und quer verdreht. Dann haben wir Lawrence. Dann haben wir Eric Martel. Interessanter Spieler, macht auf jeden Fall Bock, haben wir von RB Leipzig damals geholt. Tom Kraus, Niklas Süle, Jonas Wind, Andreas Müller, Louis Schaub, Ex-Kölner, Anthony Jung, Philipp Hofmann, das FC Klublogo, sehr schön. Leonardo Bittencourt, aka Saunaschwurbrecher. Und dann haben wir David Kovnacki als Young-Karte von Werder Bremen. Oh, eine Spektrumkarte. Maximilian Wöber. Okay. Ich hätte es jetzt nicht gewusst, aber das stand Fohlen, deshalb müsste es Gladbach sein. Dann aber Kosunu, Götze, Dovedan, Ramos, Alfonso Davis. Bin ich mal gespannt, was aus Alfonso Davis wird, wenn wir hier Ginter haben. Weil, keine Ahnung, ich könnte mir nicht vorstellen, dass er noch lange in München bleibt. Kaufmann. Doppel als Matchwinner, Ludovic Argent aus von Mainz, Starspieler, und Spektrum Maximilian Wöber. Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass Davis relativ zeitnah vielleicht wechseln könnte, weil ich kann mir vorstellen, dass Real Madrid sagt, hier, hör mal, ihr habt doch da einen guten, wir bräuchten einen Linksverteidiger, weil ich weiß gar nicht, ob Real Madrid gut besetzt ist, was die Linksverteidigerposition ist. Ich glaube sogar eher nicht. Iago, Klostermann, Ginczek, Toussaint, Barkok, Kalajdzic, Czerny, Ball oben, sehr gut, den habe ich nämlich noch nicht. Füllkrug, wie gesagt, spielt eigentlich bei Dortmund. Wiemann, Götze als Matchwinner, und dann haben wir Marco Reus. Hier haben wir immer so einen blöden Strich, ich weiß nicht, was das soll. Von Borussia Dortmund, letzter Booster. Einmal wieder hinter der Cam. Sortieren, sortieren, sortieren. Alles natürlich wieder verdreht. Wie soll es auch anders sein bei Tops? Mats Pedersen, Gulagi, Jakob Christensen, Mokoko, dann haben wir Gimba, Reitz, Ritzeboan, Sima, Kala, dann haben wir Sieb, Katompa und Wumpa, Robert Leibs als Matchwinner und Genki Haraguchi als Heiterich von Stuttgart. Und dann war es das mit dem 10 Booster Opening. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Ich habe noch 11 Booster im Display. Davon werde ich 3 für Bundesliga-Orakel nutzen. Ja, die restlichen 8. Gucken wir mal, was wir damit machen. Ich wollte erstmal sagen, wie gesagt, Daumen nach oben. Kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein, tschüss, Koski. Peace out, ich bin raus und ciao.